komisch. Liegen meine Haare falsch? Grüße euch, ihr Klapskalis. Nicht verwundert sein, heute nicht Börle Metal TV, sondern Pitcam Productions, dem Video-Online-Portal für den modebewussten Metalcorer. Wir stehen hier heute vor dem großartigen Alexa. Heute findet hier die Autogrammstunde von Callejon statt. Und wir wollen mal gucken, was hier so fürchterlich krasses abgeht und ob wir den ein oder anderen Callejon-Fan finden. Bist du für Callejon? Wie bitte? Findest du Callejon toll? Was ist das? Okay. Autogrammjäger von Tonedown, was machst du hier? Was machst du hier? Was machst du hier? Uha, Alter. Callejon, große Nummer? Ich brauche noch Schlipper für die Tour und weil ich ja jeden Abend schwitze wie ein Tier. Und ja, dafür muss ich noch mal ein paar Unterhosen holen. Die krieg ich natürlich nur hier. Wundervoll. Also Callejon. Ja. Gleich Auto signieren lassen. Unbedingt, auf jeden Fall. Von den schönen polnischen Frauen. Wenn sie die kriegen, schön stinkig. Tonedown, reinhören. Ob die hier wirklich wegen der Callejon-Autogrammstunde da sind? Sind sie auch wegen Callejon hier? Nee, wir wollten nur ein Bierchen schlürfen, aber es ist ganz gut, ja. Bier ist großartig. Bei Bier sind wir immer dabei. Was ist hier los? Bist du schon aufgeregt? Richtig aufgeregt. Ja, wen willst du treffen? Alle von denen. Hast du Angst, dass sie dir irgendwas Böses sagen? Nein, gar nicht eigentlich. Denkst du, die haben dich lieb? Ich hoffe es. Natürlich haben die dich lieb. So hübsch, wie du bist. Mein kleiner. Alles hübsche Menschen hier. Hallo, hallo, ihr seid schon bedient? Hallo, wir sind bedient. Und seid ihr zufrieden? Oh ja, oh ja. Guckt dir das an, wunderschön. Film's bitte, das haben wir gewonnen. Kannst du es bitte richtig rumhalten? Die Autogramme da, mach mal die, sonst sieht man die doch gar nicht. Da, guck dir diese schönen Menschen an. Aber das ist doch viel schöner. Natürlich, Blitzkreuz, Bob. Kombination, perfekt, oder? Ja, stimmt. Du bist auch zufrieden, oder? Klar. Du hast hier so einen fetzigen Tourpass. Was macht man denn damit? Ja, zum Konzert gehen. Großartig. Ist das die Karte? Ja. Geil. Die Leute kriegen hier wirklich Sonderbares geboten. Die kriegen hier wirklich das Feinste vom Feinsten, oder? Was sagst du? Alles schön. Die haben ja eigentlich gar nichts zu sagen. Komm, wir gucken mal weiter. Vielen Dank. Aber, ey, das ist meine Mutter. 40 Jahre alt und liebt Callejon. Ja, tu ich. 40-jährige Callejon-liebende Mütter, was wollen wir mehr? Ein wunderschöner Tag, ein wunderschöner Tag. Ja, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ist das aufregend. Callejon mit ihren Fans, ist das schön. Ist das schön von hier aus. Tausende von Menschen, alle jagen nur das eine Autogramm. Das eine Autogramm von Callejon. Mann, Mann, Mann. Batman ist auch hier. Aber er ist Betontod-Fan, er ist Frevler, Betontod-Fan. Die Eintrittskarten sind ein bisschen fetzig, oder? Sowas. Bei Metallica kriegt man nur so ein scheiß Event-Team-Ticket, weißt du? Und hier kriegst du was geboten. Das ist wirklich noch bodenständig, das ist noch so halber Underground, so Middle-Ground, sage ich mal regelrecht. Basti, du da schreibst ja nur mit Basti. Ja, genau. Mann. Ja, auch der Basti eigentlich. Ne? Ja, aber hast du dann keine Angst, dass sich jemand deine Unterschrift klaut und damit zum Beispiel den Fiskalpakt unterzeichnet? Und dann bist du für alles verantwortlich. Ja, den können Sie ja mal probieren. Es gibt ja viele Bastis, ne? Probiert es. Fiskalpakt unterzeichnen. Auf dem Handy, ist das nicht ein bisschen gewagt? Mann. Ist das schön für dich, hier diese Autogramme zu unterzeichnen? Also ja, das ist sehr, sehr schön. Das ist sehr abgefahren. Vor allem hier in diesem Rahmen. Das ist. Du warst fürchterlich aufgeregt, hat die Moderatorin gesagt. Ja. Achso, eine Sekunde. Ja. 2 Sekunden gebe ich dir auch. 1, 2. Was ist das? Die verarschen mich. 2 Sekunden hat er gesagt. Nee, es waren 6 Sekunden. 6 Sekunden. 2 mal 3 macht 6. Großartig. Ist es nicht ein bisschen unprofessionell, vor der Show zu trinken? Machen wir eigentlich auch nicht, aber... Bullshit, machen wir die ganze Zeit. Ich nicht. Es stärkt den Härtegrad, wenn man sich mit Bier in der Öffentlichkeit gibt, oder? Nee, das nicht. Nicht? Eigentlich nicht. Nein, ich musste die Nervosität hier einfach damit etwas unterbinden, weil, wie gesagt, es sehr abgefahren ist. Abgefahren hier alles. Mann. Viel Erfolg. Bis nachher. Rechts, Kreuz,
seid ihr schon aufgeregt? Ein wenig, aber... Da ist ja schon alles ausgeklappt. Mann, oh Mann, oh. Ich hol doch ein Geschenk mit. Deine Band? Deine Band, ja, richtig. Großartig. Bist du aufgeregt? Ja. ja. Das ist schrecklich, ich habe mich wirklich vergessen anzustellen. Und dabei wollte ich doch noch ein Autogramm auf meinen Arm haben von der Band. Jetzt kommen auch noch andere. Ich komme bestimmt viel zu spät dran. Vielleicht schaffe ich es ja noch.